bin zwischenzeitlich mit dem Trailer jetzt schon wieder beim Kartonwerk. Da müssen wir auch Paletten aufladen. Auch hier habe ich schon ein paar Paletten auf die Seite. Und unsere Paletten, unsere Reinpaletten, die sind immer noch hier am Geld machen. Das heißt, wir werden ordentlich Gewinn einfahren. Und wir auch noch mit Eiert dann. So, 20.000 hat uns das Ganze gebracht. Das heißt, allein schon die Paletten haben uns die Miete bezahlt. Und alles, was jetzt noch oben drauf kommt, das sind zum Beispiel die Kartons hier. Aber auch nachher noch die Holzpaletten. Die bringen uns einen zusätzlichen Gewinn. 20.000 haben wir verdient. Warum stehst du hier? Mann, steht er mitten auf der Fahrbahn. Der fährt bestimmt gleich los, wenn ich vorbei bin. Meine Herren. Die NPCs. Ja, ich weiß, man könnte Fahrzeuge auch einfach ausmachen, aber dann ist er nur halb so spaßig. Nein! Und wie soll ich denn hier wieder runterkommen? Ey, jetzt hupt er hinter mir, oder was? Das hätten wir gelöst. Jetzt hängt er vorne wieder fest, oder was? Jetzt müssen wir nur noch den Anhänger wieder da richtig hinstellen. Damit wir den anhängen können. Das wird ein Problem, nehme ich an. Vielleicht kriegt man das hin, dass wir den unter die Deichsel kriegen. Ja, klar. Ey, was mache ich denn heute? Nur am Scheiße machen. Und zurücksetzen können wir auch nicht, weil dann sind die paar Dinger weg. Mann. Nervt mich das. Aber sowas. Achso, warte mal. Das Gewicht hinten ist noch unten. Rescue-Einsatz. Nein! Nein! Du nicht noch auch noch. Du nicht auch noch. Mann! Ich schaff's heute nicht, eine Folge am Stück oder gescheit zu produzieren. Reine Katastrophe heute. Geht so viel schief. Und da steht schon wieder einer mitten auf der Straße. Ey, Mann! Vollidioten hier. So, eigentlich muss ich von unten ran. Okay, muss ich doch nicht. Zumindest nicht bei dem, beim Trailer schon. Ich werde probieren, den Trailer von unten anzuheben. Und dann fahren wir vor. Und dann setzen wir ab. Na, wenigstens das hat gut funktioniert. Stopp! Stopp!
Gut. Licht können wir auch wieder ausmachen. So. Aber ich hoffe, jetzt schaffen wir es voll zum Ziel. Ohne erneuten Schaden zu nehmen. Ja, ja, ja. Heute mal richtig Action in der Folge. Gut, da sind wir auch gut rumgekommen. Bin mal gespannt, was die Kartons hier an Preis geben. Stimmt, wir könnten eigentlich hier mal nachgucken. Kartons waren, glaube ich, diese hier. 5! Das ist nicht wahr. Das sind nicht Kartons. Sind das wirklich Kartons? Alter, dann sind wir ja gleich Millionär. Abladen. Bin ich mal gespannt, ob da wirklich so viel rauskommt. Also 2, 4, 6, 18, 12 Paletten Kartons. Also wenn es wirklich 5000 gibt, dann gleich holla die Waldfee. Dann können wir unseren Kredit abbezahlen. Jetzt holen wir die Bretter noch. Hoffentlich auch ohne große Probleme. Und dann haben wir unsere erste Million fast gemacht. Nein, so viel nicht, aber... Ja, wenn die Kartons wirklich 5000 pro Tonne geben, ist das ja übelst gut. Du brauchst nur Kartons produzieren. Weil es gibt wirklich so viel. 12, ich glaube, das sind immer 2000 pro. Shit, hier ist schon wieder einer mitten auf der Straße. Mann. Ich glaube, ich muss mal die Polizei rufen hier. Nein. Der lenkt schlecht ein, dieser LKW. Ich mag den nicht. Ich werde mir den Tatra holen. Vielleicht haben wir ja nachher genug Geld. So, hier ist jetzt das, was ich euch das letzte Mal gesagt habe. Da oben stehen die Paletten rum. Und die können wir jetzt einfach eben abholen. Indem wir da dran fahren. Ja, der LKW ist nichts. Ich werde mir den Tatra 6x6 holen. Nicey, nice. Wir müssen umstellen. Das sind nämlich Timberboard-Paletten. Und dann X. Und dann hatte ich letztes Mal schon das Problem, dass es nicht immer funktioniert hat. Warum auch immer. Also bin ich auf der falschen Seite vom Trigger. Sitzt der auf dem Hackschnitzel fest, ey, das gibt's nicht. Okay. Es ist ja sowas von doof. Jetzt kommt mal was drauf hier. Das bisschen Karton. Das ist wirklich gut. Die Palette will nicht, oder was? Thank you.
will nicht. Mann! Immer an so Kleinigkeiten bleibt's hängen. Warum nimmt er jetzt die Palette nicht mehr? Der LKW ist so ein Rotz, denn das werde ich gleich zurückgeben. Das werde ich reklamieren. Wir haben ja so einen Schrott-LKW vermietet. Jetzt haben wir sie aber drauf. Ich muss mal eine Palette noch holen, wie gesagt, die ich mal untergestellt hatte. Und zwar da hinten drin. Ihr seht sie schon. Ey, du fühlst richtig mit, wie sich der LKW quält. So, supi. Jetzt aus. Anschnallen. Und nochmal 100.000. Hoffe ich. Also mit dem Geld können wir uns dann eigentlich einiges Neues kaufen. Ich weiß, wir sind jetzt... Nein! Ja, der kommt hier nicht mehr weg. Was ich in der Folge für Scheißaktionen hatte, hatte ich, glaube ich, im gesamten letzten Let's Play von der Waselmap nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bin ich einfach heute ein bisschen unkonzentriert? Sollte ich einen Snickers essen? Ich habe aber keins da. Wir sind zumindest schon mal drin. Aber wie gesagt, der LKW ist gar nichts. Der Anhänger ist super. Den mag ich übelst. Das komplette Modpack von dem. Aber wir brauchen halt... ja. Andere Sachen. Einen anderen LKW. So, wir lassen das jetzt voll verkaufen. So unhandlich. Wir gehen zum Shop. An jeder Ecke bleibe ich hängen, Alter. Wie bitter, wie bitter. Als würde ich das erste Mal Landwirtschaftssimulator spielen. Kein Wendekreis. Der lenkt einfach nicht ein. Alter, was eine Katastrophe. Ey. Hat der Mann da hinten jetzt geschoben, oder? Weg mit dem Scheiß, weg mit dem Scheiß. Zum Glück haben wir nur gemietet und nicht gekauft. Das wäre bitter gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir kaufen den. So, wir gehen jetzt hier mal rein.
Tatra Phönix. Schwarz. Schwarz. Felge grün. Anhängerkupplung hinten. Motorausführung. Dann nehmen wir den krassesten. Komm, 150.000, weg damit. Oder her damit. So, dann brauchen wir den Flatbed Trailer. Den hier. Hauptfarbe schwarz. Felgenfarbe auch das hier. Radsetup machen wir Breitreifen. Anhängerkupplung hinten, ja. Chrome Stockparts, oder? Stockparts reicht. Und vor allem hier unten das URL Flatbed. Das ist auch wichtig. Kaufen, jawollo. So. Dann können wir mal in der Garage gehen. Ich guck mal gerade. Gemietet haben wir jetzt nichts mehr. Aber wir können hier ein bisschen Sachen verkaufen. Ich weiß, ich kriege hier im Shop mehr. Aber ich will das jetzt schnell verkaufen. Deshalb mache ich das mal hier. Den hier können wir auch wieder verkaufen. Und den Timberrunner. Den verkaufe ich auch. So. 115 haben wir hier jetzt. Einnahmenernte 27.000 haben uns die sieben Paletten gebracht. Das ist eigentlich relativ wenig. Also ich muss sagen, das Beste ist die Kartonage. Aber was wir jetzt auch noch machen können, ist mal kurz hier ein bisschen Kredit zurückzahlen. Dann müssen wir nicht immer so viel Raten zahlen. So. Verkaufte zwei Fahrzeuge haben wir 200.000, aber uns geht es um die Einnahmeernte. Waren 168.000, die wir jetzt mal kurz gemacht haben. Das ist sehr nice. Und das war's auch von der heutigen Folge im Landwirtschaftssimulator. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, hoffe ich. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Ciao!